So. Vor allem diese Spikes da oben, damit man da auch ja nicht mit Double Jump rüberkommt. Und auch hier. Alles Spikes. Oh, die muss ich jetzt alle per Hand aufsammeln, das gibt's doch nicht. So, okay. Hier mal zurück, hier durch und darum und da längs und, boah, da unten hin. Und da, ja, da ist auch noch was. Okay. Und da ist wieder was, weil ich habe ja eine Prophezeiung aufgedeckt. Och nö, ganz vergessen, dass diese dämliche Tür zu ist. Die Dinger kommen nicht mehr zu mir. Menno. Aber bin ich hier auf dem Hinweg nicht einfach durchgekommen unten? Komm zu mir, ich brauche Geld. Ich hab's nötig. Nee, ich bin ja unten rumgegangen. Ja. So. Brücke mal wieder runterlassen. Okay. Und hier gerade. Oh, geradeaus? Ja, hier. Nein. Hä? Ich steige jetzt gerade nicht durch. Doch. Hier. Einmal rauf. Nein, dieser kleine... Meins. So. Upsi. Wir könnten ja mal kurz safen, wenn hier ein Baum in der Nähe ist. So. So. Und hier geradeaus durch. Hier ist auch ein Teleporter, da können wir abkürzen. Einmal zur Zuflucht. Quasi einmal ans andere Ende. Das ist, als wenn du in den Bus steigst und eine Haltestelle fährst. Ich sehe das häufig, dass die eine Haltestelle fahren und man denkt sich so, warum fahrt ihr eine Haltestelle? Jetzt mal ehrlich. Könnt ihr auch zu Fuß gehen, anstatt 10 Minuten auf den Bus zu warten. Und naja, kann man nichts machen. So, hier runter. War das jetzt schon das letzte Teil oder fehlt mir noch was? Ah, mir fehlt tatsächlich noch was. Die Dinger bleiben einfach liegen. Ah, halt! Da, im Chaos der Zeit blüht eine zweite Chance. Der Heldenprinz fällt im entscheidenden Kampf. Simurgh verschwindet für alle Zeit. Ja, okay. Es fehlen wahrscheinlich noch zwei Zeilen. So. Und hier dann runter. Noch weiter runter. Und da noch weiter runter. Und da dann durch. Das Tor habe ich ja geöffnet. Plonk. Weil hatte ich da unten nicht irgendwen besiegt? Hier kann man sonst nicht durch. Ja, hier runter. Da oben war ja das Gitter. Ah. Hallöchen. Adashir.
Nicht du auch noch, Ardashir. Ich kann nicht. Wo kommt der denn her? Du stürzt dich immer als Erster in die Schlange. Zögere jetzt nicht. Ich habe hier doch schon andere besiegt. Meine Hand ist ruhig, General. Ich verspreche es. Na toll. Alter! Sehen. Und weg. Finde Frieden, General. Die verlorenen Krieger abgeschlossen. Und ein Xerxes. Und wir kriegen ein Herzteil. 2 von 4. Und noch mehr. Was ist das? Eine Insignie von Persepolis. Ardashir wurde während seiner Zeit als Anführer wie ein Vater geliebt. Selbst Soldaten, die in ihren Reihen gezwungen wurden, respektierten und bewunderten ihn. Persien und seinen Männern treu ergeben, war er neben Anahita eine der mächtigsten Kräfte der persischen Armee. Okay. Das war's. Da gibt's jetzt noch einen Schatz. Aber da habe ich keinen Bock auf dieses dämliche Puzzle da. Es nervt. So, okay. Wo gibt's noch Schätze? Da oben ist noch ein Ausrufzeichen. Da bin ich gestorben. Da war ich noch nicht. Oh, Momentchen mal. Da gibt's noch einen Schatz. Das heißt, einmal zum Landminen-Schnellreisen. Wo ist der nächste Schnellreisepunkt? Da oben. Ah, also wieder zurück. Weil hier war ich ja schon. Glaube ich. War ich hier schon? Ich weiß nämlich, wo ich das letzte Puzzle noch nicht gelöst habe. Doch, hier war ich schon. Ich weiß, wo ich das letzte Puzzle noch nicht gelöst habe. Ich weiß es wieder. Und zwar gab es da so ein Ding mit Stampfern. Ich weiß nicht, war das in der Wüste? Ich glaube, es war in der Wüste. Der nächste Teleporter ist da oben. Nein, ich bin hier eine Etage zu tief. Oh, sag mal. Nee, Moment, das ist dann eine Etage zu hoch. Nee. Ah, was ist denn hier? Ah, Mist. So. Ich wollte doch eigentlich nicht mehr weiterspielen. Ich wollte euch jetzt eine Pause machen. Und dann morgen mich nochmal um den Gegner kümmern. Das kann er wohl nicht annehmen. So, Teleporter. So, einmal schnell reisen. Nö. Nein. Nö. Nein, nö, nein, nö, nein, nö, nö.
Nö, obwohl da ist ein Fragezeichen bei dem einen. Ah, komm. Wir gucken mal da. Wie, das ist einfach nur so ein Explosionsstein, dieses Fragezeichen. Hier runter. Weil ich glaube, dass da Explosions... Ja, das ist so ein Explosionsstein, der kann weg. Aber hier unten war das, oder? Ja. Da war irgendwas am Ende, was wir nicht gemacht haben. War das das, was ich denke, was es war? Ja. Ja. Ja, ja, genau. Ah, verdammt. Okay, die Frage ist, hier ist sonst gar nichts. Ah ja, ich weiß. Ich habe irgendwo schon gehört, wie das funktioniert. Wir brauchen etwas, was wir opfern können. Also, das da einmal rausschießen. Wir brauchen was zum Opfern. Irgendein Gegner, der da für uns zerquetscht wird. Da das Ding dann wohl... Alter, komm doch mal mit! Sag mal! Sag mal! Die Bitch will einfach nicht mitkommen. Die kommen hier, die kriege ich einfach nicht. Die kann ich einfach nicht fangen. Das gibt's ja nicht. Die ist immun gegen den Scheiß. Dann stirb halt mal. Brauche irgendeinen Gegner. Ich brauche irgendeinen Gegner, den ich da reinschmeißen kann, der noch zerquetscht wird. Okay, gibt's hier irgendwo Gegner? Nein, da will ich auf jeden Fall nicht mehr runter. Hm. Wo kriegt man jetzt einen Gegner her, außer die Olle da? Wie gibt es so wenig Gegner in diesem Level? Ah, verdammt. Da wollte ich gar nicht längs, aber trotzdem. Hier gibt es so gut wie keine Gegner. Komm, teleportieren wir uns in den Wald, da gibt es Gegner. Das kann doch wohl nicht angehen. Ich brauche einen Gegner. Waldruinen? Soma-Baum? Ah komm, da wird wohl irgendwo ein Gegner sein. So. Baum? Nein, ich brauche einen Gegner. Ah, sag mal, was ist denn hier los? Wo sind denn alle Gegner hin? Das kann doch wohl nicht angehen. Wo sind denn alle Gegner? Hätte ich mich zum Soma-Baum teleportieren müssen, oder was? Wenn man mal einen Gegner braucht, ist keiner da. So, wo sind die Gegner, wenn man sie braucht? Der komische Ninja-Typ auch nicht. Keiner, wirklich gar keiner da. Hallo? Na, das Ding kann ich nicht gebrauchen. Weil das explodiert ja, wenn ich schieße. Och, Menno. Sag mal, wo sind denn die Gegner alle? Ah, da. Dich nehme ich mit. Denn wenn ich dich rauskacke, dann... Oh, dann stirbst du, weil ich dich in so ein Ding reinhau.
Okay, ich schmeiß ihn weg. So, jetzt brauche ich nur noch einen Teleporter wieder zurück. Ja, da ging's zurück. Bloß die richtige Taste drücken. Nicht, dass ich meinen, meinen Taschensklaven noch, noch versehentlich wegbombe. So, gut. Da wollten wir hin. Genau. Das ist nämlich das letzte Ding. Und ich weiß auch nicht, was es da überhaupt für eine Belohnung gibt. Kurz mal speichern.